Yo, hallo Leute. Es geht weiter mit Link to the Past, dem vierten Tempel. Ich habe ja noch eine Fee besorgt. Wollte mir eine Fee besorgen, das habe ich gemacht. Aber ein Super-Elixier und ein Lebend-Elixier, das hatte ich glaube ich im letzten Part auch schon geholt. Und wir haben im letzten Part... Wir haben im letzten Part die Medaillons geholt, die wir noch brauchen. Ja, wir sind dann weitestgehend schon sehr weit. Diesen Part machen wir quasi jetzt. In diesem Part machen wir den Tempel. Und dann im nächsten Part werden wir noch mal ein bisschen questen. Also, schaue ich noch, dass ich das letzte Armband hole. Meine Magie noch ein bisschen erweitere. Die Anzeige da oben, da die grüne. Naja, wir gehen jetzt mal in den Tempel. Ja, an den Tempel erinnere ich mich noch. Ganz schön, naja, verwirrend ist er. Schwer ist er nicht, aber halt verwirrend. Ich habe mich schon manchmal hier drinnen verlaufen. Aber naja, das wird sich ja alles... Ab einer gewissen Zeit, wenn man es langsam schon auswendig kann, also wenn man schon zig Millionen Mal gespielt hat, oder tausendmal, dann sollte das eher weniger das Problem sein. Das Einzige, was mir in dem Tempel ein bisschen mehr Sorgen bereitet, wäre der Boss. Der Boss! Also nicht Kollege, sondern... Nee, Quatsch, lass mal das. Falsches Let's Play für dieses Dings. So, jetzt fängt es schon an. Jetzt weiß ich gar nicht, wo es lang geht. Ich werde natürlich versuchen, wieder den Tempel in einem Gang durchzumachen. Ich hoffe mal, das sollte kein Problem sein. Ja, an den Tempel erinnere mich auch noch bei meinem ersten Mal, als ich Let's Play habe. Boah, hab ich Bombenverschwendung. Als ich das erste Mal Let's Play habe. Da habe ich hier mal eigene Musik drunter gelegt, was natürlich der Fail schlechthin war. Na, damals halt, kannte ich halt YouTube noch nicht so gut, was Content anging. Naja, man kann halt nichts dagegen tun. Halt YouTube-Content. Also nicht YouTube-Content. Das ist halt die GEMA, ist egal. Darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Das ist... Nee. Hilfe. Ich möchte kein Hase werden. Hasen sind zwar niedlich, aber ich möchte trotzdem keiner werden. Naja. Egal. Ach man. Bei den Minuten daran. Beim ersten Let's Play bin ich ja. Sag ich jetzt mal. Wie bin ich gekommen? Da habe ich den siebten Tempel geschafft. Den siebten Tempel konnte ich aber nicht mehr hochladen, weil die Aufnahme da kaputt war. Und ich dann quasi nicht mehr rückgängig machen konnte. Deswegen hatte ich dann erstmal neu angefangen dann später. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich muss da hoch. Oh, da komme ich ja nicht hoch. Warte mal. Wir schauen mal. Ja, jetzt muss man nach unten, muss es irgendwo. Nach unten muss es irgendwo gehen. Ich sehe, das meine ich mit der Verwirrung. Das verwirrt mich. Das ist... Da irrst du nur... Ich wollte gerade sagen. Du irrst hier nur rum. Au! Da war der erste Treffer, den ich kassiert habe. Und er hat mit zwei Herzen abgezogen. Ich glaub's ja wohl. Der spinnt wohl. So, jetzt schaue ich mal. Hier sollte es eigentlich... Was sollte es ja eigentlich geben? Den Kompass. Na, das ist doch mal positiv aufzufassen. Ja, so. Ich glaube aber, jetzt müssen wir hier lang, um den Schlüssel zu bekommen, den wir brauchen, um weiterzukommen. Genau. So. Jetzt war ich wieder ein Hase. Ich war ein Hase. Ah. So lustig ist das nicht. Ich will kein Hase sein.
Auch wenn Hasen, wie gesagt, niedlich sind, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja, wir sind hier Link, wir wollen ja die Welt retten. Beziehungsweise die Prinzessin Zelda retten. So, hier sollte eigentlich alles weitestgehend erledigt sein in den Räumen. Ja. Viel gibt's ja eigentlich gar nicht. Der ist eigentlich recht klein, der Tempel. Wenn man es so will. Allerdings gibt es ja eine Kleinigkeit zu beachten. Und zwar müssen wir hier, bevor wir uns dem Gegner stellen können, der sich hier in diesem Raum befindet, müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Nämlich, wir müssen eine dieser sieben Waisen finden, dieser sieben Waisentöchter. Nehmt ihr einfach mal Töchter der Weise, was weiß ich, wie ich es nennen soll. Aua! Die befindet sich hier irgendwo im Schloss. Die müssen wir finden, um voranzukommen. Uua! Ja, gut. Aber das reicht nicht aus, sondern wir müssen noch ein Loch in den Raum bomben, sage ich jetzt mal. Von oben. Also muss quasi ein Loch in der Decke sein. Loch in der Decke. Naja, das sehen wir ja alles. Das ist, bevor ich ja alles noch tausendmal spoilere. Das ist ja... ist ja widerwärtig. Widerwärtig. Spoiler ohne Ende. Die Gegner hasse ich. Das wollte ich mal gesagt haben. Diese Gegner hasse ich einfach nur. Ich hasse sie einfach. Die heiße ich genauso. Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel. Jetzt. Wow. Vorsichtig. Vorsichtig. Hoffentlich habe ich das richtig gemacht. Ich schau mal schnell auf Facebook. Da habe ich wieder was Neues bekommen. Neue Nachricht. Wow. Geh kaputt. War übrigens auch richtig. Das ist gut. So. Na komm. Au! Lass das! Ich sehe es noch kommen. Ich sterbe hier. Ich wollte die Fee eigentlich aufbehalten für später. Für den Endfight, weil der sowieso schwierig wird. Ich hab's geahnt. Naja, wir können uns ja hier noch eine besorgen. Ich weiß auch, wo das geht. Inzwischen weiß ich, wo man hier fehlt, wie ich die Fee bekomme. Egal, lassen wir das mal. Steuerung ist ein bisschen doof. Habe ich ein bisschen doof eingestellt. Bin ich auch selber schuld. Yeah. Ich sollte aufhören damit. So, das Loch, da müssen wir ein Loch einbomben. Mann! Jedoch. So, jetzt müssen wir irgendwo müssen wir jetzt Fräulein finden, um weiterzukommen. Ach Mann. Ich hoffe, der Part wird nicht zu kurz hier. Wir wollen ja schließlich keine 5-Minuten Parts machen. Geht's hier nicht weiter? Warten wir mal kurz. Ich hole mir jetzt noch eine Fee. Komm. Na komm. Komm schon. Schnell. In die Flasche aufbewahren. Perfekt. Yeah. Hätte ich mal beim Offscreen-Training drauf kommen müssen. Geh weg. Geh weg. Ja, weiter geht's. Wow. Yeah.
Hilfe. Da wollte ich gar nicht rein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh einfach weg. Ganz einfach weg. Geh einfach weg. Dann tust du uns allen einen Gefallen. Uns allen. Da haben wir nur noch dich. Komm. Tschüss. Nein, da unten nicht. Nach oben. Beziehungsweise nach unten. Achso, es war bloß eine Like auf meinem Post. Okay. Stimmt, wir müssen ja schließlich noch das Item finden hier. Jetzt kommen wir nicht voran. Geh kaputt. Weil das hier... können wir nicht auf die Karte klicken. Quatsch. Ja, das können wir nicht mehr... das können wir gerade so heben. Oh, aber egal. War er jetzt fail. Egal, ich dachte, das können wir noch nicht heben. Nein. Ich will erst hier oben lang. Ich will erst hier oben lang. Hm. Ach das! Hau bloß ab! Hau bloß ab! Toll. Den sinnlosesten Raum gefunden, den es gibt. Na warte. Hm, so dauert der Tempel wirklich ein bisschen länger. Es sei denn, man fällt runter, wie so ein Idiot. Ein bisschen einschlafen. Na komm, hör auf. Beruhig dich. So, da geht's. Die Dinger sind sowieso zum Kotzen. Hilfe. Schlüssel habe ich noch da nicht. Gut. Gib her. Boah, die sind frei. Ist egal. Meine Fresse. Klack. Ach, wie gut, dass ich den großen Schlüssel schon habe. Zack. Ah, da ist ja unsere Kollegin, die wir brauchen. Na? Ah, ich wusste es doch. Ja. Ein Schlüssel, jetzt kommen wir weiter. Dann ist der Tempel sogar schon wieder abgeschlossen, so gut wie. Jetzt muss ich halt bloß noch den Kampf gewinnen. Der leider ein wenig schwierig wird. Gehen wir mal kurz hier rein. Ach ja, übrigens, das brauchen wir auch noch. Stimmt, das sollten wir ja nicht vergessen. Hilfe! Alter Schwede. Die Titanenhandschuhe. Jetzt können wir weiter. Ja. Genau, das brauchen wir jetzt. Egal, wir haben unser Ziel erreicht. Zack. Ah, geschafft. Ja, ich bin auch geschafft. So, jetzt guck ich mal kurz in unser Menü. Wir haben alles soweit erledigt. Ja, sieht ganz gut aus. Damit ist Tempel 4 so gut wie abgeschlossen. Der wohl schnellste Tempel in meiner Let's Player Karriere. Ey, du blöde Kuh! Sorry, das musst du jetzt gemacht werden. So schnell war ich noch bei keinem Tempel. Zumindest bei keinem Tempel-Boss. So. Vorbereiten. Ich nehme den Mann. Nee, erstmal nehme ich einen Trank zu mir. Weil das macht's
um Längen einfacher. Sage ich euch, wie es ist. Es macht es um Längen einfacher. Seht ihr, durch diesen Strahl, dann lässt sich der leicht besiegen. Ich mache hier ein Save. Auch wenn ich nicht benutzen werde. So. Los geht's. Ah, das ist zu hell. Da ist er. So, jetzt. Wow. Ich glaube, am besten ist es, wenn man so steht neben ihm. Boah, das ist die Schwierigkeit an dem Gegner. So, jetzt ist der Kopf ab. Jetzt, das wird aber schwierig, weil jetzt wächst wieder eigentlich nur der Kopf nach. Und das müssen wir jetzt noch ein drittes Mal schaffen, was wir jetzt gerade gepackt haben. Ich finde, der Gegner ist fast so nervig wie die Motte im dritten Tempel. Ah! Na, da bin ich ja froh, dass ich eine Fee hatte. Da bin ich ja froh, dass ich eine Fee hatte, weil jetzt können wir den Gegner... Jetzt ist er... Jetzt ist er ein Kinderspiel, wenn man treffen würde. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ah, was war das denn wieder? Naja, ich mach dann nachher mal einen Cut nach diesem dieser Sequenz hier und gucke mal, wie lang der Part geworden ist. Naja. Sehr lang wird er bestimmt nicht geworden sein. Ich rechne mal mit 5 bis 10 Minuten. Ich meine, ihr seht es ja an der Zeit und wie weit wir schon sind. Eigentlich möchte ich dieses Projekt eigentlich nur so schnell wie möglich beenden, weil ich habe das schon so oft gestartet und irgendwann will ich es auch beendet haben. Was ich wenigstens mal sagen kann, ich habe Link to the Past beendet. Ja, ich habe alles verstanden. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Naja. So, vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt dann mal, wie gesagt, hier den Cut.